So, ich habe hier einen Bericht von der Süddeutschen Zeitung. Historiker werfen Gauck Eskalation vor. Gegenwind für den Bundespräsidenten. In seiner Rede zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg hatte Joachim Gauck Russland attackiert und sich dabei auf die Geschichte berufen. Namhafte Professoren halten davon wenig. Bei Historikern stößt die Danziger Rede von Bundespräsident Gauck zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auf ein zwiespältiges Echo. Namhafte Geschichtsprofessoren kritisieren die Schärfe, in der Gauck Russland wegen dessen Vorgehens gegen die Ukraine attackiert hatte. Der Bundespräsident habe damit zur Eskalation der Worte beigetragen, schreibt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Er wirft Gauck Einseitigkeit vor, darauf, dass auch Russland begründete Ängste etwa vor einem NATO-Beitritt der Ukraine habe, sei der Bundespräsident gar nicht eingegangen. Gauck sprach vom Widerstand des Westens gegen Russlands Vorgehen in der Ostukraine. Weil wir am Recht festhalten, es stärken und nicht dulden, dass es durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird, stellen wir uns jenen entgegen, die internationales Recht brechen, fremdes Territorium annektieren und Länder militärisch unterstützen, hatte er gesagt. Und Russland vorgeworfen, die Partnerschaft, um die sich EU und NATO bemüht hätten, de facto aufgekündigt zu haben. Der Historiker Norbert Frey hält Gauck vor, es sei nicht Aufgabe des deutschen Bundespräsidenten, die Stärke des Westens zu demonstrieren. Der Osteuropa-Historiker Jochen Hellberg, der in New Jersey lehrt, bemängelt, dass Gauck kein Wort über den deutschen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion verloren habe. So gieße der Bundespräsident weiteres Öl ins Feuer. Der Münchner Zeithistoriker Andreas Wirsching wendet sich dagegen, die aktuelle Lage in der Ukraine mit historischen Vergleichen zu belasten. Die Einzigartigkeit jeder historischen Konstellation verbietet es, einfache Parallelen abzuleiten. Auch eins in eins übernommen. Danke, Heidi. So, und ich lese hier was aus der Welt vor. Überschrift: Die MH17-Schuldfrage wird mit Schweigen beantwortet. MH17, das Passagierflugzeug, das abgeschossen wurde mit der Ukraine. Quelle welt.de. Als am 23. Juli Zehntausende Niederländer die Straßen Eindhovens säumten und die Leichenwagen mit den ersten Opfern des Absturzes von Flug MH17 an ihnen vorbeifuhren, da war nicht nur die Trauer unendlich groß, sondern auch der Wunsch nach Aufklärung und Gerechtigkeit. Man wollte wissen, wer verantwortlich für diese Katastrophe ist, sagten die Menschen und forderten, dass die Verantwortlichen hart bestraft werden. Mit den Mutmaßungen, russische Separatisten hätten das Flugzeug von Malaysia Airlines über der Ostukraine abgeschossen, wollten sich die Niederländer nicht zufrieden geben. Mehr als Mutmaßungen gibt es aber auch 1,5 Monate nach dem Crash mit 298 Toten nicht. Und daran wird sich aller Voraussicht nach auch nichts ändern, wenn die mit den Untersuchungen zur Absturzursache betraute Behörde nun erste Ermittlungsergebnisse präsentiert. Dann soll ein Zwischenbericht veröffentlicht werden, der aber nach Aussage der Ermittler keine Erkenntnisse zur Schuldfrage beinhaltet. In Anführungsstrichen, unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was passiert ist und nicht jemanden zu beschuldigen. Wir wollen Lehren für die Zukunft ziehen, sagte eine Sprecherin der Behörde. Sie kündigte an, dass innerhalb eines Jahres ein weiterer endgültiger Bericht zum Absturz von MH17 veröffentlicht wird, allerdings ebenfalls ohne Hinweise auf den oder die Schuldigen für die Katastrophe. Klar ist mittlerweile auch, dass die Aufnahmen des Stimmenrekorders, der die Gespräche im Cockpit des Flugzeuges aufzeichnete, nicht veröffentlicht werden. Nicht nur diese Entscheidung sorgt dafür, dass weltweit Spekulationen ins Kraut schießen, sondern auch die Tatsache, dass die Ermittler der niederländischen Untersuchungsbehörde den Absturzort im umkämpften Gebiet nie selbst besucht haben. Das hat die Kommission in der vergangenen Woche selbst zugegeben und verwies auf die angespannte Sicherheitslage in der Ostukraine. Wir wollen gehen, aber wenn es sicher ist, sagte die Sprecherin dazu.
Viele Russlandfreunde haben ihr Urteil längst gefällt. Sie sind überzeugt, dass nicht russische Separatisten oder gar die Regierung in Moskau hinter dem Abschuss steckt, sondern die Ukraine. Deren Präsident Poroschenko hat nur wenige Stunden nach dem Absturz von MH17 am 17. Juli behauptet, es gäbe unwiderlegbare Indizien dafür, dass russische Kräfte verantwortlich seien. US-Außenminister John Kerry äußerte sich ähnlich. Er führte Bilder vom Raketenabschuss als Beleg an. Wenig später stellte der US-amerikanische Geheimdienst allerdings klar, dass es bislang keine Beweise gab. Die Welt.de. Warum haben wir jetzt diese Sachen vorgelesen? Damit einfach nochmal klar wird, dass die Berichte machen, wo sie selbst gar nicht klar sagen, das ist so und so. Es wird aufgebauscht. Am Anfang, als jetzt hier die MH17 abgeschossen wurde, war natürlich ganz klar in allen westlichen Medien, das waren die, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, pro-russischen Separatisten. Auf einmal rudern sie zurück und sagen, ja, wir wissen es nicht. Und der Bürger wird einfach im Unklaren gelassen, natürlich nicht, ohne immer wieder Worte wie dieses pro-russische Separatisten. Kann ich nur von meiner Sicht aus sagen, die Separatisten sind die, die sich illegal in der Ukraine an die Macht gepusht haben, die mit Faschisten und Nazis zusammenarbeiten. Die haben sie separiert vom eigenen Volk und führen Krieg gegen das eigene Volk. Warum steht sowas nicht hier? Ist das so schwer, liebe Journalisten? Ist das denn so schwer? Dasselbe in allen Meldungen, vorher mit den Atombomben. Warum steht da nicht, es steht im deutschen Grundgesetz, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Wir wollen keine Atomwaffen her und die modernisieren sie. Also begehen sie ein Verbrechen nach deutschem Grundgesetz. Ist das so schwer zu schreiben? Ist das so kompliziert oder was? Oder glaubt ihr, ihr überfordert die Menschen mit der Wahrheit? Ja? Und so kann man eine Meldung nach der anderen mittlerweile, wenn man sich ein kleines bisschen eigenverantwortlich schlau macht und nicht diesen Mist hier glaubt, kann man eine Meldung nach der anderen einfach in der Luft zerreißen von den öffentlichen Medien. Vielen Dank.